Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 1. Ganz genau, liebe Leute, und in der letzten Folge waren wir in das Spiel eingestiegen, haben so ein bisschen die Grundstory von dem Spiel mitgekriegt, haben die Missionsbriefing bekommen und wir sind in dieser Anlage tatsächlich jetzt gelandet und hier ist aber alles kaputt und aus und kein Strom und so. Wir sind auf der Suche nach Dr. Kirk. Ja, und wir waren beim letzten Mal hier in diesem Energieraum stehen geblieben und genau, wir müssen jetzt hier unser erstes Rätsel nachlösen. Also ihr seht ja da rechts, ne, sind ja vier Schalter in vier verschiedenen Farben. Rot, blau, grün und weiß, ne? Und ihr seht hier diese Batterien, die sind auch in vier verschiedenen Farben. Allerdings in der falschen Reihenfolge. Hier haben wir nämlich blau, weiß, grün, rot. Ihr könnt euch jetzt wissen, was wir hier machen müssen. Wir müssen einfach die gleiche Reihenfolge wie da rechts die Schalter machen. Also rot, blau, grün und weiß. Da hat das. Ganz genau, Leute. Einfach die Batterien so anordnen. Und das war im Prinzip auch schon das erste Rätsel. Also hier könnte man auch eine rausnehmen. Aber das brauche ich nicht hier in dem Fall. Nein, 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 nein. Komm raus da. Gut. Dann haben wir die jetzt angeordnet. Und dann würde ich mal sagen, dort ist ein Schalter. Willst du ihn betätigen? Ja, dann mach mal, Regina. So. Zack. Zack. Wunderbar, Leute. Wir kriegen endlich Strom. In dieser Anlage. Sehr schön. Ach, wunderbar, Leute, es funktioniert. Sehr schön. Kann man hier noch irgendwas machen? Was? Ein Verteiler, der die verschiedenen Bereiche der Einrichtung mit Strom versorgt. Gut. Leute, wir haben den Strom angeschmissen. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir auch wieder hier raus. So, oha. 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 Ja, Leute, das hat sich ein bisschen beunruhigend angehört. Durchgang zum Hilfsgenerator. Wie kann man denn hier. Wartet mal, wo kann man denn hier nochmal. Ah, okay, ich verstehe schon. Weil ich glaube, jetzt haben wir unsere erste Begegnung. Oh mein Gott. Tatsächlich, Leute. Ach du Scheiße, es geht los, Leute. Ach du Scheiße, es geht los. ja, Leute. Darf ich vorstellen? Der erste Gegner. Und komm, schieß drauf, Regina, komm. Mach den Dino platt hier. Ah, du blödes Drecksvieh. Jetzt mach den kaputt. Mach den im Arsch. Da hat er mich direkt schon einmal getroffen. Ja, Leute, das sind die Hauptgegner hier. Das war ein Raptor. Oh mein Gott, ein Dino. Jurassic Park lässt grüßen und so. Ja, meine Güte, den haben wir platt gemacht. Allerdings hat der jetzt auch schon 7 oder 8 Schüsse von meiner Knarre gefressen, ne? Gut, was haben wir hier? Das sagt sie gar nicht so. Ey, Leute, Gale ist verschwunden. Ja, und das kümmert sie einfach nicht. Und der Typ hier, der ist auch irgendwohin verschleppt worden. Interessant. Gut, wir hatten jetzt unsere erste Begegnung. Und das Geile bei den Gegnern hier ist auch, wenn man in einen anderen Raum geht, versuchen die einen zu verfolgen. Das heißt, sie können über Zäune springen und so. Das ist richtig interessant. Ach, hier ist ja der Typi. Hier ist der Typi, den wir im letzten Part schon gesehen hatten. Oh Mann, der hat den also hier hingezogen. Interessant, Leute. Frage ist allerdings jetzt,
Wo ist Gale? Ja. Das ist mir bis heute noch nicht klar, wo der im Moment ist. Ja, also ich habe das ja Spiel schon ein paar Mal durchgespielt. Aber wo Gale in diesem Moment ist, keine Ahnung, ey. So, der Hinterhof. Ich glaube, wir müssten jetzt mal in das Gebäude rein hier. Genau. Leute, Hinterhof der Einrichtung. Ich glaube, wir müssen zu Rick. Das ist, glaube ich, der andere Kollege. Und eine Katze. Diese Cutscenes sind einfach so legendär, Leute. Barney. Ja, ja ich meine, der glaubt das halt nicht, ne? Was soll man, wie kann ich es ihm verübeln? Gut, Leute, wir müssen zum Zielpunkt. Wir müssen tatsächlich jetzt in das Gebäude rein. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir hier draußen nichts mehr verloren. Und dann gehen wir mal rein. Ja, wir müssen vor Barney flüchten. Das ist halt so. Gut, Leute, die Vorhalle. Okay, wir sind drinne. Wir sind in dem Gebäude drinne, Leute. Und hier wird's krass. So, was zur... Ach du Scheiße. Schreck mich doch nicht so, ey, Mann. So, Büro-Haupteingang. Das heißt, hier hinter ist ein Büro. Von der einen Seite verschlossen. Okay, das ist zu. Was zur... Okay, ich lasse mich mal nicht davon beunruhigen. Hier hängt ein Zettel, Leute. 10 Uhr Dr. Kirks Vorlesung. Die Zukunft des Stabilisators. Aha. Also irgendein Wissenschaftskram anscheinend. Okay, was haben wir hier? Ein Lüftungsschacht, oder was? Ja, ein Lüftungsschacht. Ich glaube, ich kann dort hinaufklettern. Ey. Boah, dieser Dino, ne? Eine Schachtkletter. Nee, lass erstmal. Ich möchte erstmal gucken. Aha. Schaut mal, da sind so Laserschranken. Das heißt, hier ist erstmal Dead End, aber man. Ich kann euch mal was zeigen und zwar. Bam. Wenn wir dagegen laufen, wird sie zurückgeworfen. Allerdings kriegt sie keinen Schaden dadurch. Also das ist relativ unkritisch. Soll der Schalter benutzt werden? Ja, dann versuch's doch einfach, aber genau, das habe ich schon fast gesagt, dass es nicht bringt, weil mit diesem Schalter könnten wir diese Laserbarriere jetzt ausmachen. Allerdings ist er rot und somit nutzlos. Genau, dann müssen wir wohl in diesen Lüftungsschacht. Dann mach das mal, Regina. Mit deinem coolen Agentenseil. Rohrwartungsgang 1F. Oh, wir sind in einem Lüftungsschacht, Leute. Oh mein Gott. Das ist schon krass. Diese Geräte scheinen die Stromverteilung der Einrichtung zu steuern. Mhm. Okay. Ja. Scheint irgendwas Hightech-mäßiges hier zu sein, ne? So, Leute, jetzt ist es so. Wir haben hier einen Ausgang. Und wir haben hier hinten einen Ausgang. Allerdings möchte ich hier hinten erstmal nicht rein. Ich möchte erstmal hier rein, Leute. Genau, weil das da hinten, das ist, glaube ich, der direktere Weg. Ich möchte aber noch ein bisschen was von dieser Einrichtung erkunden. Abseilen. Ja, dann seil mal einen ab, Regina. So, Steuerzentrale. Oder war das andersrum? Das war andersrum. Wartet mal. Kletter mal bitte wieder in den Schacht. Ja, ihr seht, so ganz kenne ich das Spiel doch nicht mehr. Es war dann doch tatsächlich hier hinten rein, wo wir erstmal hin müssen. So, Leute, dann seile ich mal ab. Genau, Leute, Verwaltungsbüro Vorhalle. So,
Und ihr hört ein Dino. Aber wir sind in dem Fall, sind wir geschützt durch diese Laserwand, weil die Dinos können da logischerweise auch nicht durch. Ich hoffe, die rennen immer dagegen und passiert nichts. Und Regina guckt auch schon die ganze Zeit den Dino an. Ja, komm, dann erlöse ihn von seinem Leid. Komm. Dann schieß drauf, komm, die Regina. Ich glaube, man kann auch drauf schießen, wenn die auf dem Boden liegen. Ich glaube, dass... Schaut euch mal an, wie viele Patronenkugeln. Ja, seht ihr? Und schon habe ich keine Munition mehr. Und die Muni ist verballert. Scheiße. Das ist jetzt nicht geplant gewesen. Das ist doch direkt mal wieder ein Failure. Na gut. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er noch kaputt geht. Mist. Schon habe ich keine Muni mehr. Ja, das ist anscheinend ein Vieh. Keine Ahnung, es hält einfach mehr aus. Gut, dann gehen wir halt jetzt zurück. Leute, kommt. Dann mache ich hier nicht weiter rum. Schade nur um die 7 Schüsse jetzt, ne? Naja, gut. Egal. Also, so, wir sind jetzt hier. Wenn wir mal auf die Karte schauen. Genau. Also, da seht ihr. Wir sind ja von rechts gekommen und wir sind jetzt hier quasi schon in der Nähe von dem Zielpunkt. Und da würde ich mal sagen, ja, gucken wir mal ein bisschen rum. Control Room, genau, da ist der doch drin. Steuerzentrale 1F. Da ist die Tür. Aber erstmal hier, Leute. Das ist eine Itemkiste. Moni! Ja, wie viel Schuss denn? Wieder nur 17. Ja, toll. Das ist doch ein Mist. Ein Mist mit der Munition hier. Aber egal. Was haben wir hier? In dieser Notfallbox kann Medizin gelagert werden. Mhm. Zum Öffnen der Notfallbox wird ein Stecker benötigt. Du hast nicht genug Stecker. Boah, diese Mucke macht mich ein bisschen nervös, muss ich sagen. Aber gut. Genau, wir müssen also Stecker sammeln, um hier so Boxen öffnen zu können. Und da ist dann anscheinend Medizin und so drin. Verdammt interessant, Leute. Ah, hier ist zu. Hier kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir auch überhaupt nicht rein. Passiert nichts. Okay, da hinten ist nämlich eine Treppe, aber da kommen wir noch nicht hin. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. So, Steuerzentrale 1F. First Floor also. Da ist er doch, der gute alte Rick. Die Stimme ist ein bisschen verbuggt, ne? Naja, gut. Hey, what's with this monitor? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. So I take it that means power still hasn't been restored to the area. Exactly. They must have that area wired to a different power system than the ground level. We can investigate that area after we finished our sweep of the ground level. Okay. Then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Mhm. Rick ist also anscheinend ein IT-Spezialist. Mhm. Okay. Cool, Leute. Ja, nächste Cutscene hier gehabt. Der kann das natürlich nicht glauben, was wir da ihm erzählt haben. Ja, das ist auch unrealistisch, aber wenn man mal bedenkt, wo man hier ist, ja, nicht mehr ganz so unrealistisch, aber gut, machen wir einfach mal weiter. Ein Sicherheitssteuerfeld, im Bild ist nichts zu sehen.
Es gibt nichts zu sehen. Alles gut. So, Rick. Hast du dich schon reingehackt? Was hat es hier auf sich? Ja, das frage ich mich auch manchmal, Rick. Für diesen Fahrstuhl ist eine ID-Karte erforderlich. Mhm. Also auch Dead End. Ein Sicherheitssteuerfeld. Der Monitor zeigt das Erdgeschoss. Ja, alles hochtechnologisiert hier, so wie das aussieht. Ne? Für die 90er war das schon Hightech. Gut, Leute. Scheint ein Sicherungskasten zu sein. Na gut. Uninteressant. Gut. Das heißt, wir sind auf uns alleine gestellt. Wo diese Viecher herkommen. Ja, das frage ich mich auch. Aber das werden wir später noch erfahren. Das ist eine verdammt interessante Story. Gut, Leute, was müssen wir denn jetzt nochmal genau machen? Gab es hier nicht irgendwo einen Shortcut für die Karte? Nein. Okay, wir müssen immer so rein. Okay, wir müssen uns jetzt einfach hier umschauen. Da bin ich jetzt gerade ehrlich überfragt, muss ich sagen. Ah, wartet mal, das finden wir schon raus. So, da seht ihr auch, hier ist eine Tür. Gehen wir da doch einfach mal rein. Verwaltungsbüro. Zack. Genau. Oh, und ihr seht da eine Riesenkiste. Eine Schrotflinte, Leute. Eine Pump-Action-Schrotgewehr von Alfred G. Ja, Leute, wir haben eine Pumpgun. Aber leider keine Muni dafür. Ja, Leute, das war die erste Waffe, die wir hier gefunden haben. Und ja, die werden wir später noch richtig gut gebrauchen können. Aber jetzt erstmal hier weiter erkunden. Schauen wir mal, was hier noch so gebacken ist. Okay, da ist ein PC. Hier ist Blut. Uncool. Was haben wir hier? Hm. Eine Eingabedisk H. Besorge die Codedisk mit demselben Zeichen und setze beide in die Tür. Aha, also eine Art doppelter Schlüssel quasi. In dem Karton scheint etwas zu sein. Okay. Ein Stecker. Aha. Okay, Leute, für die Box da hinten. Es kann nötig sein, mehrere Stecker zu haben. Okay, also das heißt, Stecker haben wir gefunden. Okay, nichts von Wert. Was haben wir hier? Im Regal sind Sicherheitsdokumente. Langweilig. Hier fliegt alles rumgeflattert rum. Ne? Akten liegen hier rum. Ja. Was haben wir hier noch? Hier hängt der Einsatzplan der Wachmannschaft. Aha. Also das wird auch überwacht hier. Also es ist definitiv militärisch. Was haben wir hier? Ein Schalter. Ja, PC angemacht. Ist das nicht geil? Gut, Leute. Dieser PC wird mit dem Schalter an der Tür angemacht. Naja, gut. Egal. Bild ist eine E-Mail. Titel Mitarbeiterfortbildung. Willst du sie lesen? Ja, klar. Gut, Leute, wir haben eine E-Mail. Bitte informieren Sie den neuen Mitarbeiter der Abteilung über das DDK-System. DDK-System. Der Digital Disk Key DDK sichert unsere wichtigsten Bereiche mit einem wichtigen modernen Schließmechanismus. Um diese Schlösser zu öffnen, platzieren und nutzen Sie die folgenden zwei Geräte beim Schloss nahe der Tür. DDK Code Disk X und DDK Eingabe Disk X. Ich glaube, eine davon haben wir gerade gefunden. Der DDK-Typ, den Sie brauchen, ist auf der Tür vermerkt. A, B, etc. Wenn Sie nicht den richtigen DDK-Typ haben, geht die Tür nicht auf. Mhm. Bevor Sie anfangen, stellen Sie sicher, dass Ihr DDK-Typ der richtige für eine Tür ist. Ah, wir haben ja schon ein Ding gefunden hier, ne? Wir haben schon eine Eingabedisk. Genau, das heißt, wir brauchen noch die zweite, die Code-Disk. Und dann können wir eine bestimmte H-Tür öffnen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ah! Ach du Scheiße. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, da kommt wieder irgendwas. Oh Mann. Persönliche Dinge der Wächter, nichts von Wert.
Oh, der wurde aber zerfetzt. Aber gut, Leute, da ist sein Schlüssel. Leo. Oder 037. Kommen wir später drauf zurück. Bedienfeldschlüssel 2 aufgesammelt. Scheint eine Steuerung zu sein, die ein elektronisches Schloss öffnen kann. Meine Güte, sehr viel Elektronik und Schlösser hier, ne? Das ist echt gut abgeriegelt. So, was haben wir hier? Da blinkt so schön. Hier ist ein Zahlenfeld zur Eingabe eines Zahlencodes. Willst du etwas eingeben? Ja, wir haben ja nichts. Wir haben noch keinen Code. Gut. Leute, also hier wird auch wieder mit Codes gearbeitet. Gut, ich glaube, dann haben wir in diesem Raum erstmal alles. Gut, das ist nämlich... Genau, Leute, das hier ist ein Speicherraum. Das heißt, wir können in Dino Crisis nur in bestimmten Räumen das Spiel speichern. Allerdings mache ich das nicht, weil ich habe hier die Save-Sets, die ich benutzen werde. So, Leute, Verwaltungsbüro Vorhalle. Oh nein, ich erinnere mich. Ah, okay. Das werde ich nämlich direkt nutzen, Rick, danke. Weil da dieses scheiß Vieh da hinten in der Ecke ist. So, so bedient man das Ding. So, da kommt das Drecksding. Komm, bam. Ha! Er lebt noch, weil sie noch das anvisiert. Der steht doch mal auf. Der Penner. Jetzt ist er tot, Leute. Das sieht man immer da. Aua. Boah, schreib ich nicht. Das sieht man immer daran. Wenn sie das Ding anvisiert, dann lebt es noch. Ja, diese Dinger, die sind gewieft manchmal. Manchmal bleiben die liegen und spielen einfach nur, dass sie tot sind. Verdammt interessant, Leute. Wie viel Muni haben wir jetzt noch? 12. Das heißt, die Schüsse wurden doch gezählt gerade, ne? Für den habe ich nämlich jetzt nur 5 Schüsse gebraucht. Interessant. So, was haben wir hier? Da geht es erstmal nicht weiter, okay. Interessanter Bereich da hinten. Was ist denn hier? Ein Umkleideraum, aha. Hier kann ich mich auch noch als Kind dran erinnern, Leute. Wartet mal, was sind das für Bilder an der Wand? Ein altes Poster einer hübschen Frau. Was sind das hier für Bilder an der Wand? Die sind aber nicht jugendfrei. Deswegen sind die auch so scheiße verpixelt, ne? Na ja, gut, Leute. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich hier als Kind reingerannt bin, hat der Dino da gegen diese Tür geklopft und ist hier reingesprungen. Da habe ich mir in die Hose geschissen vor Angst. Ja, genau. So, Leute, was haben wir hier? Die Code Disk. Ha. Okay, wir haben jetzt quasi beide Teile des Schlüssels für die Tür H. Okay, cool. Was haben wir hier noch? Nichts Nützliches. Aber diese Bilder, ne? Das merke ich jetzt gerade erstmal so, ne? Ziemlich freizügig. Persönliche Dinge der Forscher. Gut, was haben wir hier? Pfeile. Hm. Ja, komm, nimm die mal mit. Leute, in diesem Spiel gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Dinos zu lähmen und schlafen zu legen für eine Weile. Das macht man mit diesen Pfeilen. Aber die werde ich, glaube ich, nicht benutzen, halt nur für Notfall. Na, nichts Nützliches. Okay. Dann ist die Folge auch schon wieder voll. Das nützt doch nicht. Tagebuch der Wachmänner, das heutige Datum. Willst du es lesen? Ja, Leute, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um hier mal die Folge zu beenden. Wie es hier mit dem Tagebuch weitergeht, sehen wir das nächste Mal, liebe Leute. Und dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.